habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv auseinandergesetzt mit diesen Kommunikationssystemen, die es im Körper gibt. Sorry, das waren die Hormone, habe ich geschrieben. Und es gibt zwei Systeme im Körper, Kommunikationssysteme. Das eine, das sind die Nerven. Das ist ein sehr schnelles Kommunikationssystem. Das andere sind die Hormone, ist eher langsam. Also die Nerven ist vergleichbar mit so Superpower ADSL. Also wirklich zack, zack, zack geht es. Die Hormone, das ist so mehr die Post. Also bis da irgendeine Zelle mitkriegt, dass was passiert ist, ist das eigentlich schon längst wieder vorbei, bis man das Backel zugestellt kriegt, das war's. Wenn ich Ihnen das aufzeichnen dürfte, ich zeichne immer gerne meinen österreichischen Patienten auf. Der österreichische Patient ist recht einfach erklärt. Wir haben hier also so immer die Pappen offen, rumpfbetonte Muskulatur, einen typisch österreichischen Patienten. Also Hände hat er auch noch, Entschuldigung, er muss ja auch manchmal wählen gehen. So, machen wir die Rechte ein bisschen größer. Jetzt gibt es Kommunikationswege im Menschen, zum Beispiel eben das hormonelle Kommunikationssystem. Im Mann hätten wir da ein übergeordnetes Steuerzentrum, hier das wäre zwischen die Augen, da die Hypophyse, Hypothalamus und ein zweites wichtiges hormonelles System, das haben beim Mann die Keimdrüsen. Hier. Gut, Frauen haben auch paarig angeordnete Geschlechtsdrüsen, nur der Mann zählt es dreimal am Tag nach, die Frau muss ihrem Gynäkologen glauben, dass sie sowas hat. Und jetzt gibt es von diesem übergeordneten Steuerzentrum im Zwischenhirn bis zu den Keimdrüsen ein Verbindungsnetzwerk, das geht also beim Mann recht direkt hier hinunter. Wir bezeichnen das auch als Hirn mit Eiachse. Und wenn jetzt zum Beispiel äußere Reize, das kann sein ein Frühlingslüfter, wenn es warm wird, das können sein erotische Signale, ja, also es kann auch ein Luftballon sein, der ausschaut wie ein Luftballon, also wie ein Herzerl, die wirken hier ein. Dieses Zentrum wird aktiviert, da geht es runter und plötzlich fangen unten die Keimdrüsen an zu arbeiten. Die Geschlechtsdrüsen fangen an, Testosteron zu produzieren. Testosteron ist das Sexualhormon, das männliche, kann auch für die Umgebung gefährlich sein, macht ein bisschen aggressiv auch. Es sind immerhin 80% aller Mörder sind Männer, 80% aller Mordopfer sind auch Männer. Also man kann eigentlich fast sagen, dass 160% aller Männer in Mordfälle verwickelt sind. Das ganze System geht aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn hier unten diese Drüsen aktiviert werden, dann aktiviert es umgekehrt den ganzen Mann. Das heißt, die wird sensibilisiert, ja, und auf einmal findet er alles, was rundherum ist und wurscht, was das ist, geil. Und da wird er nicht nur spitz wie Nachbars Lumpi, sondern auch spitz wie Lumpis Nachbar.